Wir sind hier nicht in unserem Viertel, verdammt. Wir sind dir wohl peinlich, Doktora. Wie lief deine Prüfung, Schätzchen? Gut, Papa. Wir übernehmen. Okay, los geht's. In Mexico City gibt es nur etwas mehr als 100 städtische Rettungswagen für ca. 10 Millionen Einwohner. Und genau da kommen wir ins Spiel. Nein, 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 du bleibst hier, okay? Und was soll ich die ganze Zeit machen? Deine Hausaufgaben. In meiner Familie sind alle Rettungssanitäter. Seit ich denken kann, bin ich in einem Rettungswagen rumgeklettert. Gratis Arbeiten ist nicht drin. Sie bezahlen später. Und wann später? Jetzt ist es schon zu spät, Ramon. Und wir... Achtung, immer auf den Scheffeln. Zurück an die Arbeit. Gut gemacht, Pummelchen. Der Punkt ist, dass die Regeln an meiner Uni sehr streng sind. Wenn man Medizin studiert, darf man währenddessen nicht praktizieren. Mir scheint, du hast sehr viel Potenzial. Du wirst eine Entscheidung treffen müssen. Du stehst unter enormem Druck, nachts arbeiten und tagsüber studieren. Nicht, dass du daran zerbrichst. Oder noch schlimmer, jemanden in Gefahr bringst. Ich danke dir. Wofür? Dass ich nicht alleine bin. Deinem Herz geht es leider ziemlich schlecht. Mein Herz ist so, seit meine Frau gegangen ist. Voller Schmerz. Stimmt das über dein Herz? Versprich mir, dass du niemandem etwas erzählst, auch nicht deinen Geschwistern. Ich wurde dazu geboren, diesen Rettungswagen zu fahren. Fühlt sich oft so an, als wäre es für die Ewigkeit. Es ist ungerecht, dass uns niemand gefragt hat, ob wir das hier machen wollen. Wir sitzen im selben Boot. Es ist ein Erdbeben! Beim Adrenalinrausch und einem Orden für die Helden. Das hält nicht jeder aus.